Scheiße, die schiessen auf unserem Fall. Hey, ihr Deppen, wir sind Schweizer, nicht schiessen! Selber Depp, das sind Franzosen, keine Deutsche. Ich habe kein Französisch. Batire! Suisse! Auf der Schweizer Landkarte finden wir im Nordwesten des Landes ein Stück Schweiz, das weit nach Frankreich hinausragt. Den sogenannten Brundruterzipfel oder auf Französisch die Ajoie. Im Osten dieses Zipfels gibt es ein Dorf namens Bonfol und von da zieht sich ein 2 Kilometer langer Landesstreifen in das französische Elsass hinaus. In der Literatur wird er gerne als Largzipfel bezeichnet, benannt nach dem Flüsschen, das hier vorbeizieht. Doch im Volksmund haben auch die Deutschsprachigen das Französische übernommen. Sie sprechen alle vom Larchin. Auf Schweizer Boden finden wir den Grenzstein Nummer 110. Man sagt, dass er aus der 800-jährigen Herrschaft der Basler Bischöfe stammen würde. Der eingeritzte Bär ist aber höchstens 200 Jahre alt. Und stammt aus der Zeit, als die Berner dieses Gebiet beherrschten. Heute steht der Stein für den Kilometer Zero, den Beginn dieser Linie, die vor über 100 Jahren 17 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Wir sprechen von der Westfront, die sich während dem Ersten Weltkrieg von hier 750 Kilometer lang bis zur Nordsee hindurchzog. Hier, um den Kilometer Zero, verschanzten sich Soldaten aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Noch heute finden wir hier Spuren, welche diese Soldaten hinterlassen haben. Und somit begrüße ich Sie zu einer neuen Reise in die Vergangenheit. Ich bin hierher gereist, um herauszufinden, welche Spuren das sind, von wem sie stammen und was erzählen sie uns sonst noch. Herzlich willkommen beim Kilometer Zero. Bevor wir uns diesen Ort genauer ansehen, müssen wir ihn in den richtigen Zusammenhang der Geschichte einordnen. Es gibt einen wichtigen Punkt, der zuerst erklärt werden muss. Nach Kriegsbeginn im Juli 1914 dauerte es kein halbes Jahr, bis sich die Kriegsparteien in einem Stellungskrieg ineinander verkeilten. Die Westfront fiel in eine völlige Erstarrung. Bis zum Kriegsende 1918 änderte sich der Verlauf nur unwesentlich. Dass die Front unmittelbar an der Schweizer Grenze endete, ist ein Phänomen, das schon fast vergessen ist. Für die Kriegsführenden wäre es ein leichtes gewesen, die Erstarrung der Westfront mit einem Überfall auf die Schweiz aufzubrechen. Wie hätten die Schweizer so etwas auch verhindern sollen? Das Einzige, was die Schweizer in der Hand hielten, war die Landkriegsordnung aus dem Haager Abkommen. Es war nichts anderes als ein Stück Papier, das Vertreter der damals wichtigen Nationen im Jahre 1907 unterschrieben hatten. Schauen wir doch kurz hinein. Artikel 2 besagt: Es ist den Kriegsführenden untersagt, Truppen oder Munitions- oder Verpflegungskolonnen durch das Gebiet einer neutralen Macht hindurchzuführen. Und hier kommen wir zum Kern dieses Phänomens. Warum sollten sich erbitterte Kriegsgegner an dieses Abkommen halten? Für die hier in der Ajoie stationierten Schweizer Soldaten eine beunruhigende Frage. Sie mussten sich als Probanden eines historischen, aber auch gefährlichen Experimentes gesehen haben. Wie müssen wir uns heute diesen Ort von damals vorstellen? Mit Hilfe verschiedenen Aussagen aus Briefen von Zeitzeugen haben wir folgendes Wissen.
Der Ort wurde als verbotene Zone bezeichnet und war 373 Meter breit und 800 Meter lang. Die meisten Wege auf diesem Gelände wurden aufgrund des sumpfigen Gebietes mit Latten ausgebaut. Was in den Briefen immer wieder erwähnt wird und offenbar einen tiefen Eindruck hinterließ, war die gewaltige Menge an Stacheldraht, die hier verbaut wurde. Das Zentrum des Geländes bildete ein Bauernhof, der Schweizerhöfe genannt wurde. Hier waren rund 40 Männer stationiert. Dreh- und Angelpunkt war der hier installierte Beobachterposten, der immer eine Mannschaft von 8 bis 12 Männern aufweisen musste. Die Plattform zur Beobachtung befand sich 12 Meter über dem Boden auf einer Eiche. Von hier oben konnten die Soldaten in die Schützengräben der verfeindeten Armeen sehen. Das Einzige, was diese davon abhielt, sich gegenseitig zu massakrieren, waren 300 Meter Schweizer Boden, der voll von Stacheldraht war. Wer hier auf dem Baumdienst verrichten musste, so schrieb ein Offizier, fühlte sich von Hunderten von Augen beobachtet. Der einzige Schutz, den man besaß, war eine rote Flagge mit weißem Kreuz. Wie hätten sich die Schweizer bei einem Angriff gewehrt? Aus einem Schreiben von General Wille können wir entnehmen, dass der Larkzipfel nicht aus einem typischen Stützpunkt mit Schützengräben bestand, sondern aus einer Ansammlung von Blockhäusern, die eine Mannschaft von 120 Männern aufnehmen konnten. Um eine Vorstellung von diesen Bauten zu erhalten, besuchen wir ein nachgebautes Blockhaus, das sich hier auf dem Gelände befindet. Ich stelle mir vor, wie die Offiziere diese Bauten begutachteten und über die Auslegung des Haager Abkommens diskutierten. Artikel 10 besagte: Die Tatsache, dass eine neutrale Macht eine Verletzung der Neutralität selbst mit Gewalt zurückweist, kann nicht als feindliche Handlung angesehen werden. Aber ab welchem Zeitpunkt sollte man Gewalt einsetzen? Und wie sollte diese aussehen? Die Soldaten, die hier ihren Dienst verrichten mussten, wussten, dass sie nur vor Gewehrkugeln, aber bestimmt nicht vor Artilleriegeschossen geschützt waren. Dieses Gebäude stand ganz in der Nähe des Kilometer Zero und wurde von einer Mine getroffen. Sollte auf diese Weise ernsthaft eine Verletzung der Neutralität abgewehrt werden? In einem Brief an General Wille bezeichnete ein Offizier diese Blockhäuser als Mäusefallen, in welchen, ich zitiere, «beim Gebrauch ein Teil der Truppen unnötig geopfert werden muss». Die hier stationierten Männer waren der ständigen Furcht vor Überfällen ausgesetzt. Aus der Berichterstattung der Grenzbeobachtungsposten kommt deutlich zum Ausdruck, dass fortwährend eine gewisse Anspannung herrschte.
Kilometer Cerro. Wer sich mit ihm auseinandersetzt, wird unweigerlich auf den Namen Gilbert de Goujonnet stoßen. Goujonnet war ein Dorf, 10 Kilometer entfernt, das für die Soldaten des Larkzipfel einfach zu erreichen war. Gilbert war die Tochter des Besitzers des berühmten Hôtel de la Gare. Zu Beginn des Krieges war diese Gilbert 18 Jahre alt. Sie bewirtete Tausende von Soldaten und Offizieren und wurde von diesen schwärmerisch verehrt. Ein Kult, der noch heute seine Anhänger findet. Während dem Zweiten Weltkrieg verklärte die geistige Landesverteidigung Betty Gilberte in ein Frauenideal. Zuerst mit Hilfe eines Romans und eines Theaterstücks, schließlich auch mit einem Film. Gilbert als dienende, sich selbst aufopfernde, einfühlsame und patriotische Soldatenmutter, die ihre Soldaten an ihre Vaterlandspflichten erinnert. C'est la petite Gilberte, Gilberte Courgenay. Elle connaît 300 000 soldats et tous les officiers. 1941 erschien Gilbert, von Anne-Marie Blanc verkörpert, auf der Kinoleinwand. On la connaît dans toute la Suisse et toute l'armée. Was letztendlich aus ihr gemacht wurde, ist für unsere Geschichte nicht relevant. Von Bedeutung ist aber dieses Lied, geschrieben und ihr gewidmet vom Entlebucher Soldaten, die sie erlebt hatten. Wer hätte alle miteinander beim Zipfel und beim Ohr? Selaben, die der Gilberte. Gilberte Courgenay, elle connaît 300 000 soldats et tous les officiers. C'est la petite Gilberte, Gilberte Courgenay, on la connaît dans toute la Suisse et toute l'armée. Es widerspiegelt die Sehnsucht des Soldaten nach seinem Zuhause. Wir können davon ausgehen, dass der Name Gilbert auch hier im Larkzipfel präsent war. Vielleicht entstand das Lied sogar hier. Der Zipfel konnte von dem Schweizer Soldaten ausschließlich von Bonfol im Westen her betreten werden. Aus einem Brief an General Wille ist zu entnehmen, dass es zudem drei streng bewachte Übergänge in Richtung Frankreich und Deutschland gab. Der erste war der Wachposten Ost beim See. Dieser stand bei der Holzbrücke und dem Markstein Nummer 110. Der Fluss Lark bildete den Grenzübergang in das Deutsche Kaiserreich. Dieser Zugang wurde damals von einer Besatzung von 10 bis 12 Männern bewacht. Jeder Wachposten besaß ein eigenes Wachhäuschen. Um Missverständnisse zu vermeiden, mussten alle diese Bauten eine gut sichtbare Schweizer Flagge tragen. Da sich aber trotzdem fremde Kugeln verirren konnten, mussten diese Bauten zusätzlich mit Erdwällen zugedeckt werden. In einem Bericht aus dem Jahre 1914 finde ich eine Geschichte, die dieses Vorgehen nur unterstreicht. Als an einem Grenzzaun schweizerische und französische Soldaten ein paar freundliche Worte austauschten, tauchte plötzlich eine deutsche Patrouille auf. Diese eröffnete sofort das Feuer und schossen ohne Skrupel auch auf die Schweizer. Aber wie auch schon erwähnt, konnte es vorkommen, dass hier auf Schweizer Gelände auch mal eine Artilleriegranate einschlug. Ein weiterer Wachposten war Ost Richtung Ottendorf.
Französisch Gouche d'Avon. Diese Wachposten beobachtete auch eine Straße, die in deutsches Gebiet führte. Die Besatzung dieses Postens war relativ groß und zählte bis zu 30 Männer. Um die Spionage über Schweizer Boden zu unterbinden, baute die deutsche Armee einen 3 Meter hohen Stacheldrahtzaun. Berichten zufolge führte er von hier bis nach Basel und war somit fast 40 Kilometer lang. Und jeder, ob Soldat oder Zivilist, der ihn zu überqueren versuchte, wurde ohne Vorwarnung sofort erschossen. Gehen wir zurück zum Hotel de la Gare. Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich dieses Gebäude als militärhistorisches Kulturzentrum der Ajoie während dem Ersten Weltkrieg bezeichne. Vielleicht sogar von der ganzen Schweiz. Hier wurden während der Grenzbesetzung wichtige Informationen ausgetauscht. Seien es private Nachrichten aus der Heimat oder die furchtbaren Geschichten aus der Westfront. Etwas mehr als 40 Kilometer nördlich von diesem Hotel befindet sich dieser Brennpunkt der Westfront, über den die Schweizer ständig gelesen haben mussten. Der Hartmannsweiler Kopf. Er gilt als der höchste Berg der Vogesen. Hier verloren während dem Ersten Weltkrieg in den Schlachten, so sagt man, 30.000 Soldaten ihr Leben. Und bitte verzeihen Sie meine kleine Schleichwerbung. Ich arbeite momentan an einem Film über dieses Thema. Sein Titel: Der Berg der Menschenfraß. Andere Themen, die hier im Hotel und seinem Restaurant besprochen wurden, waren die Kriegsgeschehnisse gleich vor der Haustüre. Hast du gewusst, die Deutschen haben die dann eine Flügelbombe abgeladen? Was? Echt? Wo? Ja, irgendwo im Bogentrieb. Nur 2 Kilometer vom Hotel de la Gare entfernt schlug im März 1916 eine 20 Kilogramm schwere Bombe in ein stattliches Haus ein. Abgeworfen von einem deutschen Flugzeug. Die örtlichen Zeitungen machten sich über die dort stationierten Soldaten lustig. Offensichtlich fehlte es ihnen an Ausrüstung, um ebenbürtig zurückzuschlagen. Ein weiteres Thema, über welches gerne in Gouchenet diskutiert wurde, waren die sogenannten Ballontruppen. Eine militärische Einheit, die heute total vergessen ist, aber von ihrer Faszination nichts eingebüßt hat. Laut den Geschichtsbüchern bildete die Schweizer Armee 1887 eine Luftschifferkompanie. Sie wurde zu einem wichtigen Bestandteil der Observation und Artilleriebeobachtung. Während dem Ersten Weltkrieg gehörten sie zum Landschaftsbild an den Landesgrenzen in der Ajoie. Auch diese Technik machte einen gewissen Entwicklungsprozess durch und wurde erst 2 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg für beendet erklärt. Diese Bilder stammen aus den 30er Jahren und zeigen einen gewissen Höhepunkt dieser Entwicklung. Die schweizerischen Luftschiffe waren zum damaligen Zeitpunkt mit absolutem Hightech ausgestattet. Yeah.
Die Diskussion über dieses faszinierende Thema fand im Hotel de la Gare ihren Höhepunkt im Oktober des Jahres 1918. Ein Ballonpionier namens Fluri wurde auf Schweizer Boden 5 Kilometer nordöstlich von Gouginet in einer Höhe von 600 Metern von zwei deutschen Flugzeugen abgeschossen. Als die Truppe ihren toten Kameraden fand, umfassten seine Hände immer noch den Feldstecher. Mir ist bewusst, dass den einfachen Soldaten die Übernachtung in diesem schönen Hotel verwehrt blieb. Ich mag aber trotzdem diese Bilder. Selbstverständlich war hier im Hotel de la Gare Bertie Gilbert ein großes Thema. Egal welches Bild die geistige Landesverteidigung in uns über sie hinterlassen hat. Sie existierte tatsächlich. Und sie war etwas Besonderes. Sie war der Gegenentwurf zu General Wille. Während dieser eine Armee nach dem preußischen Vorbild befehligen wollte und erwog, sie notfalls gar an der Seite der kaiserlichen Armee einzusetzen, interessierte sich Gilbert für den einzelnen Soldaten. Sie konnte sich alle Namen merken. Auch die der einfachen Soldaten mit niedrigem Rang. Sie sprach Schweizerdeutsch, was für dieses Gebiet außergewöhnlich war. Und offensichtlich war sie eine so gute Zuhörerin, dass jeder Soldat, der ihr begegnete, sie niemals wieder vergessen konnte. Für die Soldaten, die am Kilometer Zero ihren Dienst verrichten mussten, verkörperte sie alles, wofür es sich zu verteidigen lohnte. Das Vaterland. Ein weiterer Wachposten war Wachposten Nord, Richtung Pfetterhausen. Dieser Posten befand sich auf einer Bahnlinie und besaß eine Besatzung von 10 bis 12 Mann. Die Bahnschienen stammten noch aus dem Jahre 1910 und sollten das Netz der Schweizer Bahn mit der Deutschen Reichsbahn verknüpfen. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges zog sich das Bahnpersonal des Deutschen Kaiserreiches vom Pfetterhausen zurück. Somit entstand mitten auf der gekappten Bahnlinie die Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich. Wir gehen also noch ein Stück dieses Gleises entlang, oder zumindest dem, was davon noch übrig geblieben ist. Hier stoßen wir auf ein Relikt, das uns eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Diese Überreste gehörten einer Brücke, die über diese Gleise führte. Diese Brücke wurde von den Franzosen als Unterstand für einen Bahnwagen benutzt, der als Kommandoposten diente. Im November 1944 wurde die Brücke von den Nazis zerstört. Welche Objekte der Westfront sind heute noch zu finden? Auch wenn der Einblick der Beobachterposten der Schweizer unbefriedigend war, versuchten sie Pläne der militärischen Anlagen der fremden Armeen zu erstellen. In einem Brief eines Offiziers ist die Rede von sichtbaren Werken, die schon fast kunstvoll konstruiert wurden und das Schießen in alle Richtungen ermöglicht. Wir wollen also schauen, was wir noch finden. Die sogenannte Villa Agathe war der erste französische Bunker der Westfront.
Er enthält unter anderem einen Raum mit einer Lücke im Dach, wodurch Gewehrgranaten verschossen werden konnten. Obwohl ein Schusswechsel über Schweizer Territorium nicht gestattet war, kam es immer wieder dazu. Eine Geschichte ist die von den Schweizer Musikern, die im Largzipfel mit ihren Instrumenten spielten. Um diese besser sehen und hören zu können, stand ein deutscher Soldat aus seinem Schützengraben auf. Kaum auf den Beinen wurde er von einer französischen Kugel getroffen. Das Konzert wurde gleich von wütenden Gewehrschüssen und Granatwerfern übernommen. Um mehr Kampfbauten aus dieser Zeit zeigen zu können, die auch etwas für die Kamera hergeben, fahre ich der ehemaligen Westfront gegen Norden entlang. 15 Kilometer nach Bonfol folgt der französische Ort Retzwiller. Hier finde ich aus der Sicht meines Auges hübsche Überbleibsel der Franzosen. Verblüffend gut erhalten. Vieles der Konstruktionen hatte sich so bewährt, dass sie auch in den Bauten des Zweiten Weltkrieges wieder auftauchen. Zum Beispiel das Prinzip der Innenverteidigung. Eine Schleuse, die um die Ecke ging, die mit Hilfe einer Schießscharte verteidigt werden konnte. Zwei Kampfstände für jeweils ein Maschinengewehr. Verblüffend finde ich auch die Tarnung. Was hier zuerst als Baumstrunk mit Resten eines Astes wirkt, ist eine raffiniert getarnte Lüftungskonstruktion aus Beton. Eher beklemmend ist der Gedanke, dass hier in dieser Gegend viele Menschen im Kugelhagel gestorben sind. Auf unserer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit zum Kilometer Zero sind wir auf Geschichten gestoßen, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Und unser Erstaunen darüber beweist nur, wie schnell wir den Ersten Weltkrieg in der Schweiz vergessen haben. Gilbert de Goujonnet ist wie die menschgewordene Manifestation dieser Wahrheit. Das Bild, das wir über sie haben, scheint mit künstlerischer Freiheit konstruiert zu sein. Aber ihre Hingabe an diese Menschen, die unser Land verteidigen mussten, war echt. Und diese Hingabe kann nicht verfälscht werden. C'est la feuille de Gilberte, Gilberte Courgenet. Elle connaît 300 000 soldats et tous les officiers. C'est la petite Gilberte, Gilberte Courchenet. On la connaît dans toute la Suisse et toute l'armée. Oh, wenn der Krieg der Türen ist und alles heit so geht, oh, denn da wird in ihres Haus leer an der Strasse steht. Wer wischt am Fenster Däugli aus und schaut die Tage an? Und trudert um die dreimal hunderttausend Mal. C'est la petite Gilberte, Gilberte Courchenet. Elle cherche 300 000 soldats et tous ses officiers. C'est la petite Gilberte, Gilberte Courchenet. Elle pleure
Armee kaputt und das Wissen tut. L'Armee!